Ja, also kurz habe ich Zeit. Mit meinem Laptop über Videokonferenz können wir gern das Interview machen. Ich bin gerade beim Zahnpacken, wie Sie sehen. Ich muss ja jetzt dann, ja, aber kurz haben wir Zeit. Befürworten Sie Bitte. eine unlimitierte Ausdehnung des EU-Rettungsschirmes, ungeachtet der Erreichbarkeit der Sparziele von finanziell in Turbulenzen geratenen EU-Mitgliedsländern? Das weiß ich nicht. Stellen Sie nun nach Beendigung der Olympischen Spiele Ihre Ernährung um? Ja, jetzt muss ich einmal das Ausscheiden verdauen. Zu Ihrer Situation passt recht trefflich der Titel eines total angesagten Kabarettprogrammes Regelbeschwerden. Von wem ist das? Alexander Sedivy, kennen Sie ihn? Das weiß ich nicht. Gab es in Ihrem Leben schon einmal Regelbeschwerden? Ja, meine kleine Schwester, ich habe mit ihr einmal gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war oder wo das war. Sie hat urgiert. Ich hätte mich urgiert. Beim Wechsel von Duplo auf Lego bei der Wende hätte ich schon vom Lego-Maxl die Armzugbewegungen vom Oberteil, beim Wechsel zu den Rumpf-Fußbewegungen vom Duplo-Heini zu früh. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, mein Handy. Rogan? Ja, hallo, ja, mein Meier da. Ah, hallo. Du, ich hab nicht viel Zeit. Einmal aus der Bank und dann zum Nordpol. Was ist jetzt? Bist du deppert oder ich? Ich weiß es nicht.